ist immerhin keiner dazu Wir gekommen. laufen wieder. Hallo. Und es geht wieder weiter. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo, lieber, wer bist du denn nochmal? Mr. Astralon. Kratos. Astralon, ja. Mit einer ekligen Geschichte. Ja. Ist sie sehr eklig? Etwas. Was ist mal los? Ja, also eklig und damit. Traurig. Her damit. Traurig? Also, ich habe einen. Soll ich anfangen? Ja. Also, ich habe einen Kumpel, der hat so eine Freundin mit der macht er halt jeden Tag so. Der knallt sie halt jeden Tag. Und eines Tages fängt wollte der an, Junge. Ja. Eines Tages wollte der Junge sie mal in den Arsch ficken. Weil die das noch nie gemacht haben. Gott sei Dank sind wir nach 0 Uhr. Ich glaube, ich kenne die Pointe. Und dann. Ah, ja, also, ja, halt, ich muss abbrechen. Ganz ehrlich, das ist mir einfach echt zu niedrig, ja, vom Niveau her. Danke. Nein, das ist nicht ekelig, das ist einfach. Nein, nur, das ist ja völlig drauf. Egal, aber. Nein. Ich habe ihn rausgeschoben und so, weiter mit dem nächsten. Lünn. Oh, warte mal, dieser Kendo hat mich auch noch wieder angeschrieben. Mal sehen, ist der noch online irgendwo hier? Lin, möchtest du schon mal deinen Namen sagen, dein Alter? Warte mal, ich hol mal diesen Schotten rein, ganz kurz Lin. Okay. Ich möchte sehen, ob der jetzt wirklich... Hi! Hallo? Ja, speak more, please. No. Oh, nee, nicht du. Lin, warte mal kurz. Sorry, I can hear you now, yet. Oh, okay. Kendo. Das... Say more, please. More. Whole sentence. Tell me speak more. Yeah, I'm trying to speak my sentence. I can... Tell us a little about you, your name, your age. Your age. Your whereabouts. Where do you come from? And in a first way, please. Now. Hey. From Scotland. Yeah, you're from Scotland, that we know, but more, tell us more. We just now. Want to tell you more your now. And your age. Okay. And then you have to start with your song or everything. Kenna, do you hear us? You guys get feedback. I can hear you like 3 or 4 times over. Okay, that's cool. So you got a song that you want to sing, right? Hello? Can you hear us, Kendo? Oh no, please. Come on. We just have to get us in a good way. So if Hello? You can't hear us, we have to say goodbye to you. Okay? Right. Last chance. You can tell us your name, your age, and then you start with your song. Otherwise, we have to kick you and you finish with this contest. Kendo. Hard Kendo. But true. Sorry. 10 seconds. Nein, fertig. Okay, aus. Ja, sorry, aber das ist irgendwie... Machen wir weiter mit Lin, die wir gerade gemutet haben. Sie hat sich selber gemutet. Ich habe mich selbst gemutet. Lin, mit dem Beitrag grottig, aber mutig. Ja. Sie möchte etwas singen. Ich möchte etwas singen, ja. Also es gibt andere Talente, bei denen ich sicher besser bin, aber ist ja egal. ja, also ich wollte gerne einen Ausschnitt aus Sister Act singen. Oh. Für euch. Bist du dir sicher, dass du das möchtest? Ja, wollt ihr sicher, dass ihr das hören wollt? Oh ja. Ist es I Will Follow Him? Ja. Oh. Das ist doch mehrstimmig gesungen. Das kannst du doch alleine gar nicht gut machen. Werdet ihr sehen. Ich versuch's. Das ist ja nur ein Ausschnitt. Mal machen, Balu, dass wir die Frauen immer so runter machen. Ja. Oh Gott, das ist nicht wahr. Hau rein. Das ist auch nur ein kleiner Ausschnitt. Let's go. Oh. Nicht nervös sein, einfach singen. Och, süß. Ja. Augen zu und durch. That's what I she said. I love him, I love him, and where he goes I follow, I follow, I follow, I will follow him, follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away. You did it, you did it,
I will follow him, follow him. Follow him wherever he may go. Ooh, there isn't an ocean too deep. A mountain so high it can keep, keep us away. Darf ich dich kurz unterbrechen? Away from his love. Nein, du brauchst dich nicht muten. Pass auf. Ich möchte dir einfach nur sagen, sing uns ein Lied vor, was in den Charts ist oder sowas. Irgend so ein Lied, was wirklich einfach auf so drei Akkorden basiert, was einfach leicht ist zu singen. Versuch und das vor allen Dingen, dass nicht mehrstimmig ist. Du hast gerade versucht, mehrere Stimmen gleichzeitig zu singen. Das kann nicht gut kann funktionieren. Aber, ja, oh, ich kann aus den Charts. Ich bin da nicht so gut drin. Weißt du, es ist 0:47 Uhr für die Leute, die dazuhören. Und zwar... Ist meine Stimme euch jetzt, so hoch? Ja, nein, die Stimme, das ist okay. Die Stimme ist in Ordnung, so wie du jetzt redest. Die Stimme ist in Ordnung. Du musst nur diese Stimme richtig anwenden und das kannst du bei diesem Lied leider nicht. Also entweder du kannst uns ein anderes Lied präsentieren oder ich muss sagen, das war eklig grottig. Ich hab's versucht. Es war grottig. Ach ich komm, nein, nein, nein. Wir heute Abend nicht schon grottigere Varianten? Wir haben schon deutlich grottigere Varianten gehört, deswegen, das kann halt nicht funktionieren. Es ist halt so, als würde ich sagen, ich singe ein Klavierstück. Das kann auch nicht gut funktionieren. Also irgendein Lied musst du halt doch haben, wo du sagst, das kenne ich, mag ich, kann ich singen. Da fällt mir was für die nächste Werbepause ein. Ja, also kennen schon, aber mögen gut singen können, ich weiß nicht. Nee, ja. Keine Alternative, dann würde ich halt sagen, machen wir das anderen weiter. Aber trotzdem, nochmal ernsthaft. Also ich meine, ich bin jetzt nicht hier, um zu singen, aber ich hätte vermutlich 10 Songs im Kopf, die ich dann mal ja, versuchen ich könnte würde. Meine Welt von Peter Höppner singen. Von Beispiel. Peter Höppner, eine Welt? Höppner, meine Welt, Peter kannst, Höppner. Kannst du nicht das einfach ist sogar so in der sowas Werbung. Wie das Digimon-Lied einfach so, lebt deinen Traum, denn er wird wahr. Einfach nur irgend sowas, Das will der Allerbeste sein. Ja, wenigstens irgendwas, was relativ einfach ist. Ja, das kann man wirklich, da kann man die Stimme rauskristallisieren ohne Ende. Also, Sowas brauchen wir. hast du noch was? Wir haben nicht mehr so extrem viel Zeit. Du hast Ja. Sympathiepunkte, aber mit dem Lied hast du noch nicht so ganz krass gepunktet. Okay, dann versuche ich's mit Peter Heppner. Das kennt ihr, das ist in der Werbung. Das müsst ihr Dann kennen. einfach los. Okay. Für den Mund nehm ich rot und für die Augen blau. Deine Haare mal ich bunt mit gelb und lila, grün und grau. Ich weiß auch, dass das nicht stimmt, aber es sieht doch lustig aus. Ich mach das so, wie's mir gefällt, wenn ich mal nach meine Welt. So, da habt ihr ein Lied. Also du hast eine sehr schöne Stimme, aber du weißt sie nicht richtig einzusetzen. Du musst üben, üben, üben. Ich hab's Üben, üben, versucht. üben. Willst du Okay. überhaupt einen Key haben? Ja. Für dich Gut. selber? Nee. Aha. Für wen denn? für einen sehr guten Freund, der Ist er einfach hier im Channel? absolut Hat er keine hier schon Chance gesungen? hat. Wieso hat er denn keine Chance? Er ist einfach so schüchtern, er traut sich gar Oh. nichts. Dann ist das Und aber da habe ich echt gedacht, Freund ich oder ist es bemühe mehr? mich. Nein, es ist nur ein Freund, der ist ein bisschen zu jung für mich. Sieht euch das genauso? Okay, fragen wir nicht weiter. Let's Machen wir go. mit dem, Next. mit den restlichen Leuten weiter. Ja, ich Ich wäre für möchte. B-Onkels, einfach nur, weil es wahrscheinlich ziemlich flach Oh, wo ist denn wäre jetzt hin? Da finde ich das Gedicht. Da war doch einer. Achso, der ist gleich wieder da. Mist. Dann mache ich einfach weiter mit dem David hier in der Reihenfolge. Hallo. Ja, Haben wir schönen dich guten nicht Abend. schon? Kommt mir dein Name bekannt vor oder hatten wir dich schon? Nee, ich war hier noch nicht. Na dann. Mit dem Bist Witz du des jetzt hier? Jahrhunderts. Nein, Witz des Jahrhunde. Ja, Lügenhunde. konnte leider nicht so viel reinschreiben. Ja, du hast ja auch geschickt ein paar Buchstaben weggelassen, die eigentlich essentiell gewesen wären, aber. Naja, aber nur eigentlich, ne? Ja, dann hau doch rein mit dem Witz des Jahrhunderts. Okay, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Alter, Also kommt jetzt so ein eigentlich. ewig langer Ant. Hau rein. Los, Okay. los. So. Also, ihr kennt nicht den Witz mit der Meise, ja? Gut, sehe ich. So.
läuft eine Meise durch den Wald, ja, trifft sie die Meise-Meise, fragt die Meise-Meise, ob die Meise-Meise mit der Meise chillen darf. Sagt die Meise zur Meise-Meise, ja, laufen sie weiter durch den Wald, treffen sie die Meise-Meise-Meise. Fragt die Meise-Meise, Alter! Die Meise und die Meise, ob die Meise-Meise-Meise mit der Meise und der Meise chillen darf. Verdammte Scheiße! Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du hast deine Mutter irgendwie ganz, ganz doll irgendwo hingetan, wo sie dann ganz, ganz doll irgendwelche andere Sachen gemacht hat, wo du jetzt ganz, ganz doll aus diesem Channel verschwinden musst. Ansonsten müssen wir dich ganz, ganz doll... Du weißt schon. Danke. Ich glaube, du hast da abgebrochen und was anderes gesagt, oder? Aber naja, das nur nebenbei. Boah, jetzt mal ernsthaft, das wäre doch wieder so ein die Meise. Also nochmal zur Erinnerung, mir wurde gerade geschrieben, die eben hier war und gesungen hat, war die Ex von dem Rapper, der hier gerappt hat. Wirklich? Der seine Liebe hier gestehen wollte. Bester Mann, sag mal was. Wer sagt das? Ist das so? Können wir nochmal reinholen? Ja, mach mal sofort, wenn der beste Mann hier fertig ist. Okay, bester Mann. Wollen wir die beiden mal reinholen? Nein, 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 erstmal bester Mann. Bester Mann. Bester Mann. Ja. Let's go. Fans? Warte mal, Moment mal. Sag nochmal was. Hey, was denn? Hallo, ich bin aus Aachen. Hallo. Ja, was möchtest du machen? Ich wurde von meinen Freunden auf den Test geschickt. Die haben gesagt, ich soll einfach mitmachen. Dann soll ich singen. Okay, dann sing halt mal, ne? Dann sag uns deinen Namen, dein Alter und dann sing. 15 und ich heiße Serjan. Okay. Hau rein. Ja, warte. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Shouldn't know you were trouble. From the first kiss had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all the head and the tosses in the trash. You tosses in the trash you did. To give me all your love is all I ever asked. Cause what you don't understand is cut you grenade for ya. Throw my hand on the blade for ya. I jump in front of the train for ya. You know I'll do anything for you. Reicht, oder? Jo, reicht. Wir haben es schon mal gehabt. Und ich fand's besser als die erste Version. Und bei den vielen, vielen zwischen Totalausfall und Halbausfall, die wir hier hatten, fand ich das echt mal, auch wenn es alles sagen, andere perfekt war, erfrischend. Ich muss sagen, als ich so dich zuerst gehört habe und dieses, ja, haben sie gesagt, gehen wir aufs Test und dann singen wir was, ne? Da habe ich gesagt, das wird scheiße. Um scheiße werden, das kann gar nicht gut werden. Ja? Scheiße ist vielleicht noch. Hab ich auch gedacht, wenn ihn aber auch gedacht. Hast mich überrascht. Wirklich? Ja. Ich fand das gar nicht schlecht. Nur es gab bessere. Ich fand persönlich den ersten, der das gesungen hat, auch deutlich besser, ehrlich gesagt. Sowohl also Moment. Qualität um als auch zu sagen, Bart und ich fanden den ersten nicht so gut wie ihn. Ich habe gerade gesagt, dass ich den ersten besser fand. Achso, du hast gesagt, okay, dann erzähl weiter. Ich hab das gesagt. Ich hab mir gesagt, dass... Ja, wer auch immer was sagt, erzähl weiter. Ja, richtig. Okay. Also ihr merkt schon, du merkst schon, wir sind uns noch ein bisschen uneinig, aber ich fand's auf jeden Fall nicht schlecht und ich fand's besser als die erste Version von dem Bruno Mars Song. Okay, jetzt möchte ich aber wissen, ob Lynn tatsächlich die Freundin von unserem Gedichtmenschen ist. Das ist ja Spannung pur. Lynn, ist das richtig? Sag mal. Meine Sachen nicht, Lynn. Bist du die Ex-Freundin von dem Gedichtmann, der diesen Song für dich gerappt hat? Ja. Und lass mich raten, du wolltest den Key jetzt für ihn haben? Nee, das kann nicht sein. Um Gottes Willen, nein. Um Gottes Willen, nein? Was ist denn da los? Wow, und du hast dich auch nicht bei ihm gemeldet auf seinen Aufruf? Also hat das was gebracht, was er da gemacht hat? Nein, es hat nichts gebracht. Und woran liegt das? Hat er dich geschaut? Hallo? Du weißt, Männer dürfen keine Frauen haben. Ich will ach, Mann. Okay? Ich hab mir ein Happy End gewünscht. Das wird's wohl nicht geben. Aber danke, Lynn. Lynn, danke. Mach's echt, gut. Also. Schade. Später, ne? Ja, ruf ihn tschüss. An. So, nächst. Hat Balu jetzt gerade zu ihr Schlampe gesagt? Oder hab ich das nur gehört? Was? Ich hab doch nicht Schlampe gesagt.
Also, böser Onkel, leg los. Moin. Sag deinen Namen, dein Alter und sofort loslegen. Marek, Hamburg, fast 19. Gut. Waren mehr als Freunde. Wir waren die Brüder. Stopp! Ich möchte einfach nicht mehr hören davon. Das ist schlecht. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber... Vince! Ja, das gefällt mir nicht. In Wirklichkeit ist die Rechtsradikalität in Deutschland ein Problem. Und dieses Problem muss beseitigt werden. Es tut mir echt leid, aber ich möchte damit nicht sagen, dass du ein Nazi bist, sondern nur, dass wir dich kicken. Aus Grund deswegen, weil wir den nächsten nehmen wollen. Weil die Onkels einfach scheiße sind. So. Ich möchte heute keine Bösen werden, sagen. Oder Adjektive. Scheiße ist kein Böses. Machen wir weiter. Ja, der hat hier noch einen Doppelader. Echo. Ich bin Balu. Hi. Hi. Also ich bin Thorsten, bin 17 Jahre alt und ich mache jetzt, lese jetzt ein selbstgeschriebenes Gedicht vor. Also, Meister der Lehren bin ich nun, doch nun habe ich nichts zu tun. Erkundet habe ich jeden Fleck, von den Bergen in den Dreck. Nach was Neuem sehnt's mich sehr, und ich fänd's nur allzu fair, wenn ich nach Pandaria könne, man mir einen Panda gönne. Denn Mönch, das wär doch was, vom grünen Walde rein ins Nass. Springen würde ich über'n Berg, ja ein Panda toppt den Zwerg. Ob's mir erlaubt ist, werde ich sehen, werde ich in die Beta gehen. Holt mich nun aus Death Springs Canyon, ich hoffe auf euch, let's go Team Benjamin. Cool. Danke. Finde ich gut. Was hast du denn, ne? Aber ich hab jetzt nicht... Wo ist hier ein Echo? Wer hat hier ein Echo? Ja, aber er hört jetzt schon, jetzt dürfen wir was über ihn sagen. Also ich fand's ganz gut. Ich muss nur sagen, dass da irgendwie so ein paar... Ja... Also ich sag einfach, allgemein war es ganz okay. Ich muss aufhören, überhaupt noch Gedichte zu kommentieren, weil es ist halt echt immer so, ich denke da immer an, kaum zu glauben, aber wahr, uns Oma wird heute 80 Jahre. Weißt du? Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hält den Knaben in seinem Arm. Er hält ihn sicher. Fasst ihn sicher. Er hält ihn wahr. Ja, ich weiß es nicht. Ach, Kinder, mein echt. Sohn. Es ist immer noch besser, als irgendwas anderes einfach nur vorgelesen und kopiert zu haben. Ja, ich weiß, aber ehrlich, Gedichte sind im Moment bei mir auf unserer Liste von Leuten einfach nur relativ weit hinten. Also ich muss auch sagen, wenn ihr ein Gedicht habt, dann muss das ein Gedicht sein, das wirklich einschlägt. Das heißt, ein lustiges Gedicht, so irgendwas, was wirklich reinhämmert. Ihr müsst euch auffällig machen. Ich hab noch einen lustigen Anmachspruch. Ein Anmachspruch. Ich bin gespannt. Ja. Für Vince, nehme ich an. Wie viel wiegt ein Eisbär? Sollen wir darauf antworten? Hi, ich bin Thorsten. Was? Ich hab reingeredet, tut mir leid. Du hast den Gag versaut. Ich will das nochmal hören. Ich spiel die Frau. Also ich spiel die Frau. Du musst den Anmachspruch schon mal bringen. Ich bin die Frau. Okay. Wie viel wiegt ein Eisbär? Keine Ahnung. Ja, genug, um das Eis zu brechen. Hi, ich bin Thorsten. Thorsten, ich schieb dich mal hoch. Wa? Okay. In der Annahme deswegen, weil der Ex von meiner Freundin Thorsten heißt, merke ich diesen Spruch nicht. B-Gedicht. Achso, das ist jetzt noch ein Gedicht. Ja, ich dachte, B-Gedicht. Ne? Hauen wir so runter. Wie heißt denn B-Gedicht eigentlich? Keine Ahnung, ich heiße Dennis. Hallo Dennis. Grüße dich. Moin Dennis. Guten Tag Dennis. Du wolltest ein Gedicht, warst du der ein Gedicht nur für mich machen wollte? Oder war das jo, der andere? Das war ich. Ah ja, dann bitte. Dürfen die anderen auch gar nichts dazu sagen. Okay. Ich bin leichter zu beeindrucken bei Gedichten als Balu. Ich mag Moment, Gedichte bitte? Auch. Wenn sie gut sind. Kurz, knapp, bündig und lustig. So muss ja, ein Gedicht los. Sein. Den Text zurechtlegen. So, Das ist wieder Nervosität. Kein Problem, ganz ruhig bleiben.
ein- und ausatmen, wie Balo es gerade so schön vorgemacht hat. Einfach lieber Vanyon, deine Beta-Videos sind echt klasse. Durch dich habe ich kennengelernt eine neue Rasse. Doch was mich mehr freuen wird, wäre ein Beta-Zugang zur neuen Erweiterung. Denn ich habe keinen Bock. Ja? Denn ich habe keinen Bock mehr auf COD, Live, WoW oder BF3, sondern möchte in die Beta und zwar jetzt gleich. Weißt du, das wäre sehr nett. Schon mal da. Denn dann könnte ich mal ganz gechillt ins Bett. Du warst doch letztes schon mal, schon dabei. Das war doch ja, ich war schon mal dabei, aber ich hab's halt ein bisschen gepimpt, weil es ja halt schon mal dabei war. Darf ich kurz unterbrechen und dich bitten, das nochmal komplett neu? Nein. Wir kennen das schon. Das war wirklich bitten, also, dieses Gedicht nicht noch einmal vorzulesen. Das, wenn ich vor mehreren Leuten etwas sagen muss, also... Ist okay, haben wir Verständnis für. Du warst beim letzten Mal schon dabei, das weiß ich noch. Ich kenne auch genau dieses Gedicht, das ist ein bisschen umgeschrieben, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen, also... Hab ein bisschen mehr dazu geschrieben, weil... Also es liegt nicht an dir, es liegt an dem Gedicht. Nee. Wir machen jetzt mal weiter. Wir machen mal weiter. Danke dir trotzdem. Wie gesagt, wir haben das beim letzten Mal ja schon gehabt. Da warst du ja schon da. Danke dir. Jo, kein Ding. Beatbox. Können wir mal kurz, also von mir aus würde ich ganz gerne noch ein kurzes Päuschen machen und eine kurze Streampause. Box wieder raus. Wir haben noch 6 Leute oder so, also noch genug. Ich habe den Channel halt mal zugemacht, ne? Ich denke irgendwann... Ja, noch genug für eine Folge und lass uns noch mal kurz ein Päuschen machen und dann weiter. Okay.